Im Dialog fetten Sparrendach können Sie im oberen Bereich die Bezeichnung des Daches eingeben. In der Grundeinstellung ist dies die als Default vorgeschlagene Bezeichnung. Per Klick können Sie festlegen, ob das Dach mit Kehlblechen und mit Firststeinen ausgeführt werden soll. Im Bereich der Einstellungen legen Sie den Überstand an der Traufe, die Dachneigung, den Kniestock und den Ortüberstand fest. Haben Sie verschiedene Überstände oder verschiedene Dachneigungen, so sehen Sie, dass Sie statt einem Wert eine Kombobox sehen. Diese können Sie aufklappen und sehen, welche Werte im jeweiligen Bereich hier Überstand vorhanden sind. Sie können den für Änderungen gewählten Wert auswählen, diesen einfach überschreiben. Wenn durch die vorgenommene Änderung nur mehr ein Wert vorhanden ist, wird aus der Kombobox automatisch ein Eingabefeld. Möchten Sie die Neigungen komplett ersetzen, geben Sie einfach ohne Auswahl eines Wertes in das freie Feld einen neuen Wert an, dann wird dieser für alle Dachflächen übernommen. Möchten Sie einen bestehenden Wert in einen anderen ändern, wählen Sie diesen ganz einfach aus, ändern den Wert, die Kombobox bleibt weiter vorhanden, die möglichen Einträge sind vorhanden, das Leerfeld zur Auswahl ebenfalls, um dies wiederum zu wählen, um alles auf einen einheitlichen Wert zu setzen, bei dem wiederum die entsprechende Kombobox verschwindet und das Ganze automatisch zu einem Eingabefeld wird. Die oben festgelegten Ausführungen von Kehlblech und Firststein sind nur für die Darstellung relevant. Gedacht sind sie für Ausführungen einmal mit Kehlblech und Firststein, mit normaler Dacheindeckung, bei denen sowohl Kehlbleche als auch Firststeine etc. nötig sind. Die Option, dies auszuschalten, ist für Eindeckungsvarianten wie Betonschindeln gedacht, die weder über Firststeine noch über Kehlbleche verfügen.